Herzlich willkommen zum nächsten Lernvideo unserer Videoreihe zur Differentialrechnung. Im letzten Video haben wir gelernt, wie wir mit Hilfe der Differentialrechnung bestimmen können, in welchen Bereichen der Funktion, also in welchen Intervallen der Funktion, die Funktion welches Monotonieverhalten aufweist. Heute lernen wir eben einen neuen Begriff kennen im Rahmen dessen. Das ist der Begriff des Sattelpunktes. Betrachten wir dazu eine spezielle Funktion. Wir betrachten die Funktion x hoch 3. Versuchen wir diese Funktion x hoch 3 einmal zu skizzieren. Sie sieht dann sicher so aus. Wir sehen schon, sie hat um den Nullpunkt herum ein ganz interessantes Verhalten. Dieses werden wir uns dann gleich genauer betrachten. Also wir arbeiten mit der Funktion f von x gleich x hoch 3. Die Ableitung jener Funktion lautet f von f' von x gleich 3 mal x². Und wie wir wissen, ist eine Grundvoraussetzung für ein Extremer, dass diese Ableitung f' von x gleich 0 ist. Und wenn wir eben haben wollen, dass f' von x gleich 0 ist, müssen wir x gleich 0 setzen. Also f' von x ist 0 mit x gleich 0. Wie wir bereits gelernt haben, ist es nicht ausreichend, dass f' von x gleich 0 ist, dafür, dass an der gefundenen Stelle, eben in unserem Fall x ist 0, auch wirklich ein Extremum vorliegt. Dazu muss es an der gefundenen Stelle, in unserem Fall x ist 0, eben einen Wechsel im Monotonieverhalten geben. Sprich, der betrachtete Bereich links von unserer Stelle muss ein anderes Monotonieverhalten aufweisen als der betrachtete Bereich rechts von unserer Stelle. Um dies zu untersuchen, welches Monotonieverhalten in welchem Bereich nun vorliegt, machen wir das bereits Gelernte. Wir setzen in f' von x einen Wert aus dem linken Bereich ein und einen Wert aus dem rechten Bereich ein, also aus dem Inneren des rechten bzw. dem Inneren des linken Bereiches. Ein Beispiel für den linken Bereich, also eine Beispielstelle für den linken Bereich wäre minus 1. Also f' von minus 1 ist gleich, setzen wir es um ein, wenn wir für x minus 1 einsetzen, haben wir minus 1 zum Quadrat. Das heißt, wir haben eine positive Zahl, also 3 mal 1, 3 mal 1 ist 3. Das gleiche Spielchen für x ist 1, eben eine Stelle aus dem rechten Bereich. Wir schreiben f' von 1 ist auch gleich 3. Wir sehen, beide Bereiche sind monoton bzw. sogar streng monoton wachsend. Damit wissen wir, dass sie das gleiche Monotonieverhalten aufweisen. Also gibt es keinen Wechsel in der Monotonie und x ist 0 ist somit keine Extremstelle. Diese Stelle, x ist 0, hat in diesem Kontext jedoch jetzt einen speziellen Namen. Es ist der sogenannte Sattelpunkt. Kommen wir zur Definition dieses Sattelpunktes. Eine Stelle x der Funktion f, bei jener die Steigung der Funktion gleich 0 ist, also eben f' von x gleich 0, und sich das Monotonieverhalten der Funktion nicht ändert, heißt Sattelstelle von f. Der zugehörige Punkt, also wir haben jetzt hier eine Stelle x gefunden, wenn wir die jetzt dann in die Funktion einsetzen, bekommen wir auch einen y-Wert. Der Punkt heißt dann eben Sattelpunkt. Warum eigentlich Sattelpunkt? Naja, wenn ihr euch die Funktion hier ein wenig anschaut, das Ganze erinnert ein bisschen an einen Sattel, einen Pferdesattel und deshalb auch der Begriff Sattelpunkt. Als alternative Betrachtung zu unserem rechnerischen Ansatz hätten wir natürlich auch sagen können, dass es ersichtlich ist, dass die Funktion
im linken Bereich von x ist 0 monoton steigend, beziehungsweise im rechten Bereich von 0 wiederum monoton steigend ist und dass deshalb eben ein Sattelpunkt vorliegt. Genauer ist es natürlich mit einer Rechnung, so wie wir sie durchgeführt haben, nur um dies nochmals zu erwähnen. Kommen wir nun, um das Ganze noch etwas klarer zu machen, zu einem weiteren Beispiel. Wir betrachten die Funktion f von x gleich minus 4 mal x hoch 3 minus 1. Und wir sollen diese Funktion auf das Vorliegen eines Sattelpunktes überprüfen, beziehungsweise deren Monotonieverhalten betrachten. Okay, der erste Schritt ist wiederum, dass wir uns einmal die Ableitung einer Funktion anschauen, also f' von x. Wir sehen f' von x, also die Funktion einfach ableiten. Wir haben x hoch 3, das heißt wir haben 3 mal x Quadrat, das Ganze nochmal den Faktor 4, also haben wir, da wir ein negatives Vorzeichen haben, minus 12 mal x Quadrat. Minus 1 ist hier eine Konstante, diese fällt somit weg. Damit haben wir als Ableitungsfunktion minus 12 mal x Quadrat gefunden. Gut, das wollen wir jetzt wieder 0 setzen und dem schauen, für welches x minus 12 mal x Quadrat 0 wird. Dies fällt uns in den Schoß. Wir sehen, f' von x ist gleich 0 für x gleich 0. Damit haben wir mal schon eine potenzielle Extremstelle gefunden, also eine potenzielle Stelle, an welcher sich das Monotonieverhalten der Funktion ändern könnte. Gut, wir wissen, wie bereits zuvor, auch hier, dass wiederum dies nicht ausreichend dafür ist, dass auch wirklich eine Extremstelle vorliegt, deshalb nur eine potenzielle Extremstelle. Es muss sich das Monotonieverhalten ändern dafür, dass es wirklich eine Extremstelle ist. Gut, schauen wir uns also wieder mit dem gleichen Trick wie vorher an, ob sich das Monotonieverhalten denn ändert. Das heißt, wir setzen wiederum eine Stelle links von unserer gefundenen ein und eine Stelle rechts von unserer gefundenen Stelle ein. Wir setzen wiederum der Einfachheit halber f' gleich minus 1 ein und erhalten damit, wenn wir minus 1 einsetzen, wir haben minus 1 zum Quadrat ist 1, minus 12 mal 1 ist minus 12. Das gleiche für eine Stelle rechts von 0, diese sei wiederum 1. Auch hier erhalten wir minus 12. Wir sehen, das Monotonieverhalten ist in beiden Fällen monoton fallend, oder beziehungsweise streng monoton fallend sogar, wenn wir uns dann nachher noch die Funktion betrachten. Und somit bleibt die Monotonie gleich, sie ändert sich nicht und es liegt keine Extremstelle vor. Also haben wir laut Definition, welche wir hier oben nochmals haben, die Voraussetzungen für eine Sattelstelle gefunden. Sprich, x ist 0, ist also eine Sattelstelle. Berechnen wir der Vollständigkeit halber auch noch den Sattelpunkt. Jenen erhalten wir, wenn wir die Sattelstelle in unsere Funktion einsetzen. Also betrachten wir f an der Stelle 0 und f an der Stelle 0 ist minus 1. Wir können dann unseren Sattelpunkt angeben, welchen wir mit sp bezeichnen wollen. Jener liegt an der Stelle 0, minus 1. Betrachten wir auch nochmals die Skizze der Funktion oder die geplottete Funktion, damit das Ganze anschaulich auch nochmals klar wird. Und auch hier sehen wir, dass sich unser Sattelpunkt an der Stelle 0, minus 1 befindet. Also jene Stelle, welche an die Stelle des Pferdes erinnert, wo sich sodann der Sattel befindet. Damit sind wir am Ende unseres Lernvideos angekommen. Wie immer hoffe ich, dass es lehrreich war
und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann.